Gut und willkommen. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute bin ich nicht allein, sondern ihr seht auch jemanden direkt im Splitscreen dabei. Markus. Einen schönen guten Morgen. Genau, guten Morgen. Wir machen hier das Home Drinking Spezial und stellen euch einfach mal gegenseitig in kurzen, wenigen Minuten ein paar Flaschen vor. So ist die Idee und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich gebe das Wort an dich. Lass dich gleich erstmal losreden. Also, wir sehen schon, bei dir gibt es immer spezielle Abfüllungen. Ja, würde sagen, nehmen wir mal los. Wie ihr das seht, es ist natürlich nicht morgens, sondern es ist nachts, weil es ist draußen dunkel, wie man hier hinten hoffentlich erkennen kann. Ja, wir haben uns gedacht, damit wir euch die Langeweile ein bisschen vertreiben, die man jetzt vielleicht im Moment zu Hause hat und die wir auch zu Hause haben. Ja, verkosten wir einfach ein paar Whiskys und machen das ein bisschen kurz und knackig, damit wir auch nicht zu sehr voll labern. Mein erster Whisky oder mein Whisky für heute, den ich mir ausgesucht habe, ist ein Ballantine's. Ein Blend, und zwar ein ganz besonderer Blend, den ich großzügigerweise von einem Freund geschenkt bekommen habe, von dem Stefan, falls er das sehen sollte, tausend und einen Dank nochmal. Und zwar ist das ein Ballantine's 30 Jahre alt. Und es ist auch keine aktuelle Abfüllung, sondern es ist eine Abfüllung aus den frühen 80er Jahren. Also das heißt, der Whisky da drinnen, der ist also destilliert in den 50er Jahren. Aller Wahrscheinlichkeit, ja, frühe 50er Jahre. Und das Besondere ist, also ihr wisst ja vielleicht, oder die, die mich kennen, wissen, dass ich gerade so alte Blends sehr, sehr schätze. In den meisten Fällen ist es ja aber so, dass diese alten Blends, wenn man sie dann kauft, tendenziell eher etwas jünger sind. Also entweder sie haben gar keine Altersangabe, wie, weiß ich nicht, Johnnie Walker beispielsweise oder so, oder sie sind halt 12 oder manchmal auch 18. Aber aus dieser Zeit so einen alten Whisky, nämlich 30 Jahre zu kriegen, ist eher selten. Und das Schöne ist, auch die findet man noch immer öfter mal auf Messen oder auch auf Auktionen. Und die sind zwar jetzt auch schon immer ein bisschen teurer, aber für das, was man da hat, vor allem auch für das Alter, ist das absolut genial. Man sieht schon, ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es erkennen, verhältnismäßig dunkle Farbe. Und man merkt es auch sofort im Aroma. Man hat diesen typischen alten Blend-Touch und man merkt auch den typischen alten Grain. Aber du hast halt eben gleichzeitig sofort eine recht intensive Würzigkeit und eine Komplexität mit dabei, die selbst diese normalen alten Blends nicht unbedingt haben. Also du hast unheimlich viel Holz, du hast eine tolle Würzigkeit mit dabei, du hast so viele Entschuldigung, schokoladige Noten mit dabei, Lakritznoten in diese Richtung. Aber darunter, gerade in dem Glas, macht sich das übrigens sehr schön, weil das Aroma sehr konzentriert, hast du halt unheimlich schöne, viele fruchtige Noten. Okay, und du sagst jetzt hier, Ballantine's ist ja immer bekannt, dass sie auch so ein paar Bottlings haben in Glenburgie und sowas. Weiß man, was drin ist? Naja, gehört ja zu Pernod Ricard. Also, wenn man sich mal die Destillerieliste anguckt, die denen gehört, also wie Glenkeys zum Beispiel, Strathaila, aber auch die Grain-Brennerei Strathclyde beispielsweise, ja, kann man sich ausrechnen, was da vielleicht drin sein könnte. Wobei das ja jetzt eine alte Abfüllung ist. Jetzt müsste man mal nachgucken, ob zu dem Zeitpunkt den Chivas Brothers, den es ja vorher gehörte, quasi auch schon diesen Destillerie gehörten. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Er hat tatsächlich eine leichte Rauchnote. Könnte Oh, also durchaus okay. sein, dass da also wirklich so einen oldstylischen Rauch. Genau. Also ich finde es ganz spannend. Hast du vielleicht einen Tipp, wenn man jetzt so alte Bottles sich anguckt und vielleicht den Flaschenkopf nochmal zeigen? Das ist ja auch immer so ein Indiz, der vielleicht helfen kann bei den verschiedenen Flaschen. Du sagst jetzt, das ist natürlich jetzt sehr selten auf 50er bis 80er sozusagen dann, ne? Und Naja, also bei denen ist es relativ. Also sagen wir mal so, der Zeitraum ist relativ einfach. Es ist immer irgendwas Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Versionen selbst von diesen 30 Jahre alten. Es gibt zum Beispiel auch welche, die in limitierter Anzahl mit einem konkreten Abfülldatum gemacht worden sind. Dieser hier jetzt in dem Fall nicht. Man kann das anhand der Steuerbanderole, wenn sie denn eine hat, datieren. Allerdings ist die relativ ungenau. Also diese Banderole, zwei Stern in dieser Version, datiert letztendlich einen Abfüllungszeitraum von 78 bis 91. Hilft einem jetzt also nicht wirklich viel. Auch der Bottlecode, den die Flasche hat, der heißt übrigens SC, warte, warte, warte. Ich hoffe, der Deckel ist zu, sonst läuft es jetzt aus. SC 896 habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Ist aber diese SC-Codes in der Regel in den Ende der 70er, 80er, in die 80er Jahre rein. Also ganz genau kann man es nicht datieren. Aber ich gehe halt eben von Anfang
der 80er Jahre circa aus. So, ich probiere mal einen Schluck, um euch zu sagen, wie er schmeckt. Genau, während oder warten wir noch ab? Ist ja gespannt, ist ja gut. Sancho. Solange war, genau. Dunkel hat er gesagt. Ich glaube, meiner ist hier dunkler. Ja, definitiv. Schauen wir gleich mal drauf. Auch hier im Geschmack hast du halt die Würzigkeit. Wirklich viel, viel Würze, viel Eiche. Eigentlich im Geschmack jetzt kaum Grain. Also diese Eichennote überwiegt das Ganze. Er ist auch nicht sonderlich süß. Du hast zwar so schokoladige, kaffeeartige, also so Süß-Kaffeenoten, also wie so gesüßter Espresso oder sowas in diese Richtung gehen. Aber dann viel Würze, viel Eiche, auch viel Kräuter. Also es ist Und der Rauch, den schon du erwähnt hattest, ist der noch da? eigentlich wenig. Also hast du eher in der Nase im Abgang der nachher nicht mehr so oder im Geschmack nicht mehr so, aber hast du ja, also zieht sich dann ein bisschen zurück. Macht das Ganze aber sehr komplex. Ist ein schönes Teil, muss ich sagen. Ist mal eine seltene Variante, eben mal sowas in alt zu probieren aus dieser Zeit. Und gefällt mir nach wie vor sehr gut. Übrigens, so mal ganz kurz zu diesem Glas hier. Vielleicht das kennen ja die meisten mit. Das macht ja jetzt so bei von vielen Herstellern die Runde. Das ist noch das Original, also dieses 20 Blenders Jahre Blendersglas. 1920, ne? Ja, genau, was ja damals bei der von der Whisky auf der Show. Whisky Exchange von denen produziert und vertrieben wurde. Jetzt gibt es das jetzt mit vielen anderen Herstellern und es eignet sich halt, finde ich, also ich finde es nicht für alle Gläser, nicht für alle Whiskys. Gerade viele Fassstärke-Whiskys profitieren da nicht so von, weil diese Glasform das Aroma unheimlich konzentriert, was natürlich bei so einem alten Blend ganz toll ist, was aber bei Fassstärke-Whiskys nicht so gut sein muss unbedingt. Also nicht bei allen, aber bei vielen ist es mir aufgefallen. Von daher verstärkt quasi dieses Glas nochmal die Komplexität. Ja, und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Teil. Also was ich bei dem Glas, also sehr spannend, was du da alles erzählst, bei dem Glas, einzigste Manko finde, ist dieses, wenn man dann irgendwann so ein bisschen Ja, den das Nacken stimmt. überspreizen muss. Ja. Aber das ist, ja, First World Weißt du, was ich Problem. manchmal mache dann? Also wenn der Abend schon vorangeschritten ist, tatsächlich so. Okay. Ja, also man muss dann drauf achten. Sehr, sehr spannend. Also, Ich stütze ein bisschen gegen, ja. ja. Du hast jetzt schon mal vorgelegt und hier das Gläschen geleert. Ich habe mir gemerkt, Ja, was ist deins? Das sieht was wirklich ist dunkel meins? Also aus. man sieht ein bisschen hier an der Farbe, könnte man vielleicht schon was erahnen. Ich habe hier ein Micro-Provenance sozusagen Bottling von Bruichladdich dabei. Hier ist es so, dass es eine Lady Crew Abfüllung war. Das heißt, dadurch, dass ich natürlich den Frank Jäger sozusagen hier vor der Tür sitzen habe, mit dem Whisky for Life und der zum Lady Crew gehört, hatte ich halt die Möglichkeiten ranzukommen und in dem Jahr, das war von 2018, also 16.10.2018 kam die Flasche raus und war destilliert am 21.11.2006. Also 11 Jahre, nicht ganz 12, steht auch drauf, also 2006, 11 Jahre. Und das Spannende hier, das ist ein rein Oloroso-Fass gereifter Whisky für 11 Jahre und die verwendete Barley ist Optik. Barley. Also sie Ah, schreiben mir okay. dann quasi hier immer drauf, welche Barleys das sind. Fass ist die 3.1, 1.2, dann das Warehouse und so weiter und die Flaschennummer. Ich glaube, so weit müssen wir nicht gehen. Der hat mir damals Kannst du, sehr. Ja? Entschuldige, kannst du kurz was über die Lally-Kugel sagen? Ja gut, die Lady Crew sind eine Gruppe sozusagen an Einzelhändlern, die im deutschen Markt nur vertreten sind. Also es gibt jetzt auch nicht in den Niederlanden und so weiter. Um den Einzelhandel zu stärken. Das heißt, es gibt verschiedene Läden, die bekommen eigentlich sozusagen alle Lady-Bottlings, die so regulär auf dem Markt zu kaufen sind, und sind dann auch sozusagen vor Ort. Der Ewald fährt dann rum und macht quasi Masterclasses, ob es Lady Port Charlotte oder jetzt gab es gerade die Port Charlotte Road Tour, also quasi so die Artback Ambassadors. Auf Okay. Lady-Seite würde ich mal Okay. sagen. Sie kriegen ab und zu noch hier so ein paar Special Bottlings einmal im Jahr. Mehr ist es aber auch gar nicht. Es ist mehr eigentlich, man hat die Möglichkeit, es ist eine Gemeinschaft untereinander und Die werden dann nur dort vertrieben? genau, diese Bottlings darf man auch nicht online verkaufen, sondern die darf man nur vor Ort kaufen. Ah, okay. Also die sind Cool, da sieht spannend aus. sozusagen notiert. Und da gab es 3 Stück und der hat mich richtig überzeugt, den hatte ich mitgenommen und ja, man hat einfach so eine tiefe Fruchtnote, leichte Röstaromen. Prozente hatte ich noch hier erwähnt, 62,4.
Du fängst ja gut an. Ich bin gespannt, wie Also, du das noch steigerst, ja. und das Schöne ist, man kann ihn pur trinken. Also, man merkt es gar nicht so. Er hat so ein bisschen diese Malzaromen hinter dem. Also, das Fass erschlägt jetzt nicht komplett mit den 11 Jahren alles, sondern da kommt noch so ein schön malziger, leicht kräutriger Charakter durch und dann Röstaromen und dann diese Süße. Ich habe zwar nichts mehr drin, aber Genau, es ist nämlich rannte. wahr. Ich glaube, das ist so ziemlich der krasseste Gegensatz an Whiskys, was wir jetzt hier haben gerade, oder? Eins haben sie gemeinsam, die sind beide selten Ja. zu kriegen mittlerweile, weil er halt natürlich vor 2 Jahren, so es war die erste Lady Crew Bottling, die mit rauskam. Geschmacklich total, ja. Ich habe hier natürlich voll Sherry, eher was Moderneres, sage ich mal so ganz klassisch, so 10 Jahre in einem sehr aktiven Fass. Man merkt hier jetzt sehr viel Holz hinten raus, leichte Würze, Kräuteraromen. Und die Kräuteraromen, das ist immer so ein Indiz für mich für Oloroso Sherry. Also steht hier natürlich drauf, aber ich habe es ganz oft, dass manche Oloroso Fässer eher ins Kräutrige abdriften. Das ist hier auch, aber noch in einer guten Balance. Also es ist nicht so, dass es irgendwie abschrecken sollte, wenn das jemand nicht mag. Ist er Aber eher trocken? ja, aber das könnte auch jetzt an den Alkoholvolumenprozenten liegen. Ich nehme mal einen Schluck Du hast runter. ihn jetzt echt pur getrunken, wa? Respekt. Also mit Wasser wird er viel öliger, kräftiger, aber dann auch wieder trocken. Das ist tatsächlich ein Phänomen, dass manche von diesen Lady Bottlings meiner Meinung nach sehr gut trinkbar können. Also der Alkohol ist gut eingebunden. Natürlich ist es stark. Hier ist aber auch so, er hat bestimmt nicht mehr die 62. Er steht jetzt schon bestimmt so in dem Zustand, auch im Jährchen. Ich war, ne, nicht so oft dran. Ha, schönes Teil. Ich glaube, die Zeit rennt. Ja, wir sollten uns Samples hin und her schicken. Das würde ich gern probieren, auf jeden Fall. Ja, genau. Also, Jo. gerne, gerne. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich glaube, so ein kleines Home-Drinking-Spezial. Kurz und Und knapp. es wird mehr davon geben, ne? Es wird mehr davon geben. Also bleibt dran, schaltet. Wir können einfach sagen, schaltet morgen wieder ein, oder? Ja, okay, machen wir Schaltet so. morgen wieder ein und da gibt es die nächste Vorstellung von Home-Drinking-Spezial Teil 2. Das war schön. Ciao. Also, war gut. Oh, Macht den fand Sinn. ich so geil. Okay. So, mal kurz öffnen. Und dann können wir. Ey, ich habe noch eine bessere Idee. Wo hin? Ach du Mist. Das Getränk ist immer gut. Ey, Norman, tu mir bitte einen Gefallen. Mach Outtakes. Okay, komm, das ist super. Da raus. So.